Hier bin ich. Zusammenficken, ne? Wir hätten auf B draufgekommen, als du das gesagt hast. Irgendwie kann ich mit der AK nix. Sei doch einfach mal die Fresse. Ich bin schon mal von 4 großen Dildos gefickt worden. So, willkommen zurück zu Trains in World CSX Heavy Haul. Ja, wir haben letztes Mal, sind wir hier hochgefahren und müssen jetzt gleich hier diesen einen Abgang fahren, glaube ich, irgendwie so war das, wo wir stark bremsen müssen oder so. Ja, als Thema habe ich in der letzten Folge irgendwie so ein bisschen die aktuelle Entwicklung in Deutschland und Flüchtlingspolitik und so drüber geredet. Ist natürlich echt ein Thema, was mittlerweile tot geredet wurde. Und ja, aber wie gesagt, könnt ihr euch ja die Folge mal anschauen, falls es euch interessiert. Und ja, ich möchte es jetzt aber auch einfach abhaken. Ich habe einfach mal ein bisschen Frust abgelassen und meine Meinung gesagt. Das ist, die ich halt einfach schade finde, dass einige Leute immer noch so gedanklich im Mittelalter leben und wirklich. Es ist schlimm, eine Sache mit den Fake News, also mit den tatsächlichen Fake News, ne? Nicht die, wo Donald Trump behauptet. Allein schon diese Tatsache Fake News, was Donald Trump behauptet, ist ja im Prinzip Fake News. Populismus lebt halt von Lügen und von der Angst der Menschen. Das ist echt leider so. Naja, müssen die Leute selber wissen, wenn sie sich so beeinflussen lassen. Nur ein Vollidioten. Na, ist aber schon echt schlimm, ein Land. Ungefähr 37% der Amerikaner sind noch für Trumps Politik. Finde ich immer noch viel zu viel, für das, dass es so ein Vollidiot ist und dass er nichts auf die Reihe bekommt. Aber 37%. Das ist ziemlich schlimm für einen Mann, der angeblich demokratisch gewählt wurde. Dass der gerade mal nur noch 37% hat. Also da kann doch irgendwas nicht stimmen, meiner Meinung nach. Irgendwas muss doch da dann schief gelaufen sein. Wieso haben wir eigentlich keine Waggons? Das ist eigentlich hier die große Frage. Wieso läuft diese Lokomotive eigentlich nicht? Naja. X551. Unter Beachtung der Signalbilder halten Sie an und setzen Sie auf das Nebengleis zurück. Over. Hier ist X551 in Anfahrt auf Hindman. Wir bitten Freigabe zum Halten und zum Zurücksetzen auf das Nebengleis in Hindman. Over. X551. Unter Beachtung der Signalbilder halten wir und setzen zurück. Out. Wir fahren durch Hindman. Das Nebengleis sollte in Kürze auf der rechten Seite zu sehen sein. Es verläuft bis kurz hinter die Stadtgrenze. Halten Sie hinter der Weiche und wir setzen auf das Gleis zurück und kuppeln an die dort stehenden Wagen an. Ach so. Dort soll ich anhalten. Ja, sagt es doch mal jemand. Ich habe jetzt gedacht, ich muss jetzt schon anhalten. Naja. Egal. Hier langsam ein bisschen frisch. Ich mach mal das Fenster zu, ne? Dann mal so, machen wir hier mal das Fenster zu. So. Und hier auch. Und hier auch. Hmm.
So, und da dürfen wir nur 25 Meilen pro Stunde fahren. Okay. Habe ich verstanden. Zack. Da vorne soll ich anhalten. Okay. Stellen Sie die Weiche auf das richtige Gleis ein. Okay, was ist das richtige Gleis? Wahrscheinlich da das Nebengleis, ne? Genau, ja. Genau. Naja, egal. Gehen wir eben hier rein. So, zack. Was haben wir denn hier eigentlich? Ach, das ist die Handbremse von der Lokomotive. So, machen wir hier wieder die Diskothek zu. Darf ich sogar nur 10 Meilen pro Stunde fahren auf dem Gleis? Okay. Ich hätte mich wahrscheinlich auch in die andere Lokomotive setzen können. Obwohl, nee, ich sollte mich auf diesen Lokomotivführersitz setzen. Weil wenn ich auf die andere Lokomotive gegangen wäre, das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Dann hätte ich nämlich besseren Blick gehabt. Naja, so rum geht's ja auch. Ja, ist ja kein Problem. Ja, mal fahren wir mal ein bisschen schneller. Okay. Ah, da sollen wir dran gehen, an diese an Formation ankuppeln. Okay, cool. So, wie viel darf man da nochmal, wie schnell darf man da nochmal sein? Ich glaube irgendwas mit so 6 Meilen pro Stunde oder so, ne? Wow, krass. Das sind ja richtig viele Waggons, ey. Hat sich ja richtig gelohnt, hierher zu fahren. Naja. Egal, wir tun nur unseren Auftrag ausführen, solange wir Geld bekommen. Ne, ist ja gut. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die... Oh, die war sogar noch angelegt. Ups. Liften wir die mal gerade. Wir werden schneller, ohne Gas zu geben. Das ist gut. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier aber nicht so ganz viel... So, hier kommen entlüften. So ganz langsam so dran fahren. Ich denke, so ist es gut. So. Ja, perfekt.
So, stellen Sie den Fahrtrichtungswender auf neutral und die automatische Bremse auf volle Leistung. Okay. Volle Leistung. So, schalten Sie die eingeschalteten Lichter der Lokomotive aus. Okay. Gute Arbeit. Bevor wir zurückfahren, gehen wir noch mit der Reparaturmannschaft einen Happen essen. Die Kollegen stehen dort drüben, bei dem Pickup-Truck. Ey, wie cool ist das denn? Auftragszusammenfassung. Okay, Sie haben das Szenario abgeschlossen. Jetzt schon? Finde ich aber scheiße. Denn jetzt habe ich nur eine 10-Minuten-Folge. Ah, ja. Gut, fahren wir fort. Szenario noch einmal spielen. Nächstes Szenario, Hauptmenü. Gehen wir ins Hauptmenü zurück. Ich muss mir nochmal das eine Tutorial anschauen, wo erklärt wird, wofür dieses ganze... der ganze Mist auf dem... bei dem Lokführer hat. Wofür das da ist. Weil das habe ich nämlich vergessen. Zuletzt gespielt. Achso, da kann man dann fortfahren quasi. Okay, wo waren das nochmal? Ich würde sagen, das war bei der obersten Einführung, gell? Spielen wir die nochmal. Muss ja irgendwie die Folge füllen. Zumindest, dass die wenigstens mal 15 Minuten hat. Weil das ist ja... ist ja sonst doof für euch, ne? Ich meine, kommt ja nur einmal die Woche... denke ich, ein Video von dem Spiel. Jetzt, nachdem die 4 Videos hochgeladen wurden. Willkommen bei Train Sim World. So. Wir sind hoch erfreut, Ihnen die Position eines Lokführers auf unserer Keystone Subdivision anbieten zu können. Ihre Bewerbung war herausragend und wir sind gespannt zu sehen, was Sie für die tägliche Arbeit im Cumberland Terminal mitbringen werden. Wir möchten, dass Sie sofort loslegen und werden Ihnen in unserer Einrichtung in Cumberland alle notwendigen Trainingslektionen geben, die Sie benötigen. Ja. Ja, ja. Hand-Auge-Koordination ist beim Betreiben von Lokomotiven auf der Bahnstrecke unabdingbar. Sehen Sie nach unten zum Boden, nach oben zum Himmel. Nach links und nach rechts. Möchten Sie Ihre vertikale Achse invertieren? Nein. Finde ich cool, dass das aber direkt angeboten wird. So. Darf ich mich jetzt bewegen? Es gibt viele Dinge, die nicht vom Führerstand aus bedient werden können. Also müssen Sie sich einen Teil der Zeit wohl zu Fuß aufmachen. Vertreten Sie sich einige Sekunden die Beine, um sich aufzuwärmen. Okay. Alles klar. Perfekt. Zum Zweck dieses Tutorials sind einige interaktive Elemente gesperrt. Okay. Mhm. Der praktische Teil Ihres Trainings ist damit abgeschlossen. Gehen Sie hinüber und steigen Sie in eine Lokomotive. Nehmen wir mal die hier. Achten Sie immer auf Ihre Umgebung. Ich würde mich echt mal interessieren. Öffnen Sie die Kabinentür und gehen Sie hinein. Ich würde echt mal interessieren, was passiert, wenn ich vor einen Zug laufe.
Steuerung zu übernehmen, nehmen Sie auf dem Sitz des Lokführers Platz. Gehen Sie hinüber und setzen Sie sich. Ja, okay, mache ich. So, jetzt höre ich genau hin. Wenn Sie auf dem Lokführersitz einer Lokomotive sitzen, erscheint die Blickfeldanzeige in der unteren rechten Ecke. Diese zeigt Ihnen wichtige Informationen über die Lokomotive an. Die Anzeigen auf der rechten Seite zeigen den Druck des Bremssystems an. Mhm. Entlang der Unterseite befinden sich die Richtungs-, Leistungs- und Bremstypen-Anzeigen. Ah, Bremstyp, okay. Und zu guter Letzt, das Ausrufezeichen auf der linken Seite ist die Sicherheitswarnanzeige, bekannt als Alarm. Dieser leuchtet auf, falls etwas Ihre Aufmerksamkeit erfordert und muss bestätigt werden. Sicherheit steht bei der Eisenbahn an erster Stelle. Wir beginnen also damit, alle in unserer Nähe wissen zu lassen, dass diese Lokomotive betriebsbereit ist. Fangen Sie an und stellen Sie den Schalter für die vorderen Spitzensignale auf hell. Juhu. Zum Steuern der Lokomotive gibt es drei Hebel. Fahrtrichtungswender, Bremsen und Leistung. Der Fahrtrichtungswender gibt die gefahrene Richtung vor. Stellen Sie diesen auf vorwärts. Krass. Links befindet sich die Zugbremse, welche die Bremsen über die gesamte Länge des Zugs anlegt. Stellen wir diese nun auf Lösen. Mhm. Wir sind nun bereit, loszufahren. Um alle um Sie herum zu warnen, betätigen Sie das Signalhorn zweimal hintereinander. Denken Sie daran, Sicherheit steht an erster Stelle. Okay. Erhöhen Sie nun die Leistung, aber nicht zu viel. Zu früh zu viel Leistung kann sowohl die Lok als auch die Waggons beschädigen. Fahren Sie immer schön sanft an. Erhöhen Sie die Leistung um eine Stufe. Okay, ja, perfekt. Coole Sache. Sie fahren. Großartige Arbeit. Um eine konstante Geschwindigkeit beizubehalten, bewegen Sie den Leistungsregler wieder in die Position Leerlauf. Mhm. Während Sie fahren, möchten Sie sich bestimmt einmal den Zug von außen ansehen. Dies können Sie tun, indem Sie eine der Außenkameras auswählen. Mhm. Spielen Sie ruhig ein bisschen mit der Kamera, während der Zug ausrollt. Kamera bewegen, okay. Cool. Drücken Sie an der Tastatur wieder. Hm. Perspektive zu gehen, okay. Hm. Alles klar. Dies schließt das Grundlagentraining für Lokführer auf dieser Lokomotive ab. Bringen wir sie also nun zum Stehen. Stellen Sie die Zugbremse auf anfängliche Reduktion. Genauso wie beim Anlegen von Leistung kann ein zu schnelles Anlegen der Bremsen für den Zug und seine Ladung schädlich sein. Okay. Bringen Sie die Lokomotive zum Halten. Ja, okay. Machen wir. Gut. Haben wir das Tutorial nochmal gemacht, aber was genau das und das hier ist, ja, das ist klar. Das ist die Steigung, aber was dieses eine Lokführersymbol da bedeutet, keine Ahnung.
warum das da steht. Naja, egal, wie dem auch sei. Naja, 20 Minuten immerhin. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Trainsim World CSX Heavy Haul. Und so wie es aussieht, scheinen die anderen Teile von Trainsim World, wenn man sich das hier so anschaut, so vom Aufbau des Menüs, scheinen wahrscheinlich als DLC nachzukommen. Guck, versteht ihr? Das hier Trainsim World, CSX Heavy Haul, dann hier nächstes Fenster, Trainsim World irgendwas und dann Trainsim World irgendwas. Versteht ihr? Dass die Teile irgendwie so mit in dieses Spiel reinkommen, die anderen. Möglicherweise. Ich weiß nicht, wie das gemacht wird. Aber es wird wahrscheinlich mehr Teile geben, sonst wird es ja nicht so explizit heißen. Naja, wie dem auch sei. Ich bedanke mich. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.